Naja, das ist ja sozusagen das Absurde so ein bisschen an dieser Heimatdebatte, wenn man sie so nennen möchte, die uns jetzt vielleicht seit einem guten Jahr ja vor allen Dingen verfolgt, dass er wirklich überall anzutreffen ist. Also dass mittlerweile einfach mit Heimat alles und gleichzeitig dann auch wieder nichts gemeint ist. Und das fängt ja an in der Kultur, in der Popkultur. Es ist mittlerweile eine Werbestrategie, die von Banken, von Kaufland oder Bierfirmen benutzt wird. Aber es ist eben vor allen Dingen auch ein politischer Kampfbegriff geworden. Und ich denke, das ist sozusagen auch ein bisschen das Neue. Also Heimat, es ist ja nicht so, dass das vorher nie ein Thema war, aber vor allen Dingen, dass Heimat in die Politik übernommen wurde als Begriff und sozusagen auch als Konzept, das sehe ich schon als das Neue an. Und gleichzeitig, wenn man versucht rauszufinden, was bedeutet denn Heimat, dann also sozusagen mit jedem Text und jedem Radiobeitrag wird dieser Begriff nur noch mehr zerfasert und er sagt dann eigentlich im Endeffekt nichts mehr aus und gleichzeitig hat er so eine enorme Bedeutung für die Leute und auch für die Politik jetzt bekommen. Du hast es ja jetzt eben auch schon angesprochen, die Übernahme dieses Begriffs ins Politische. Ich habe mir also viele Gedanken gemacht, wo passiert dieser Switch? Also da muss man ja eigentlich sogar noch weiter denken und überlegen, was ist denn überhaupt politisch? Weil wenn das Private politisch ist, dann ist eben so die Frage, wo hört Heimat auf, ein individueller Begriff zu sein, ne? Und eine subjektive Angelegenheit zu sein? Und wo fängt der an, ein politischer Kampfbegriff letztlich zu werden? Welche Beobachtungen machst du? Wie wird seitens der Politik, also einerseits auf der parlamentarischen Ebene, aber auch in unterschiedlichen Strömungen und Bewegungen, wie wird da Heimat politisch aufgeladen? Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten, eben weil der Begriff auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen gedeutet wird. Aber ich glaube, was man nie vergessen darf, ist, dass Heimat tatsächlich ein Begriff der Rechten ist. Und da ist ja schon lange ein politischer Kampfbegriff. Also man kann da die Beispiele nehmen vom Thüringer Heimatschutz oder die Rassistendemonstrationen in Cottbus, die von der Organisation oder der Initiative Zukunft Heimat organisiert werden. Und ich finde, das sieht man eben auch, wenn man sich anguckt, wann der Begriff der Heimat sozusagen von anderen politischen Spektren oder der sogenannten bürgerlichen Mitte übernommen wurde. Das kann man eigentlich ziemlich genau festmachen, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo eben dieser Rechts- oder Rechtsruck, ein Ruck ist es ja nicht mehr, sondern diese Rechtsverschiebung nicht nur in Deutschland, sondern ja auch in Europa begonnen hat und wo eben auch die AfD auf der politischen Bühne aufgetreten ist, die sich nach Aussage von Alexander Gauland ja selber die einzig wahre Heimatpartei nennt und in Österreich mit der FPÖ, die nennt sich auch selber soziale Heimatpartei, also als ein Begriff, der von den Rechten eingebracht wurde. Und der eben dann sozusagen übernommen wurde. Man kann das ganz oft lesen, dass man diesen Begriff den Rechten nicht überlassen möchte und dass das irgendwie ein ganz wichtiges Konzept sei. Und wenn man sich sozusagen anguckt, zum Beispiel auch beim Heimatministerium, worum es da dann oft geht, wenn es ein bisschen konkreter werden soll, dann geht es um den Ausbau des Breitbandnetzes oder um fehlende Infrastruktur oder Ähnliches. Aber das sind ja alles, wenn man so möchte, konkrete politische Probleme, die könnte man auch konkret benennen und auch konkret bearbeiten. Aber sobald das mit Heimat dann eben überstülpt wird, dann steckt da noch etwas anderes dahinter. Und wenn man sich anguckt, was da dahinter steckt, ist es eben ganz klar, und das wird auch oft genug formuliert, dass es im Grunde um diese alten Debatten um Zugehörigkeit, nationale Identität, Leitkultur geht. Also einfach wieder um die Frage, wer sind wir Deutschen und wer gehört dazu und vor allen Dingen eben, wer gehört nicht dazu? Und du hattest es gerade eben selber schon erwähnt, dass Heimat dann auch oft benannt wird als, das ist ein Gefühl und das ist so schwer zu fassen. Und tatsächlich halte ich das gerade für das Gefährliche, weil im Gegensatz zu anderen, ich sage jetzt mal Konzepten wie Nation oder Ähnliches, die haben alle noch sowas Institutionelles. Da gibt es etwas, auf was man sich berufen kann, gerade für Leute, die möglicherweise nicht dazu gehören, die können dann zum Beispiel trotzdem sagen, ich habe einen deutschen Pass und den lasse ich mir nicht wegnehmen und der gibt mir auch gewisse Bürgerrechte. Und das alles hat man ja bei der Heimat nicht. Also bei der Heimat ist die Frage der Zugehörigkeit wird einfach davon bestimmt, was die Mehrheit unter Heimat versteht. Und wenn man eben nach Meinung der Mehrheit rausfällt aus diesem Heimatkonzept, dann hat man eben schnell verloren und wird ausgegrenzt. Und deswegen halte ich gerade diese Gefühlsebene bei der Heimat, die sich dann überlagert in die Politik, für das eigentlich Gefährliche.
Auf die Gefährlichkeit will ich gleich zu sprechen kommen. Davor nochmal Bezug nehmend auf das, was du eben gesagt hast, nämlich dass der Heimatbegriff ja traditionell, könnte man sagen, ein Begriff ist, der vor allem in der Rechten und jetzt bei den Neofaschisten gebraucht wird, ist ja dann die Frage nach Identität, wer sind wir und so weiter. Seitens der Linken könnte man meinen, ein bisschen schwerer zu füllen. Ne? Wenn man sagt, man darf es den Rechten nicht überlassen, wie füllt das links und was kommt bei rum? Naja, wie hier gefühlt wird, es gibt dann, also in dieser Debatte, ich habe immer so ein bisschen Probleme, es als Debatte zu bezeichnen, weil das Augenscheinliche oder das Auffällige ist ja gerade auch, dass es sozusagen wenig Widerspruch gibt, sondern, also weil sich alle einig sind, ist, dass es Heimat gibt und dass der Mensch die Heimat braucht und jetzt ist nur die Frage, wie man das irgendwie inhaltlich füllt. Also es gibt da eigentlich kaum Widerspruch. Und wenn sich sozusagen linke Kreise dann auf Heimat beziehen, dann wird es ja gerne so ganz bunt und weltoffen oder auch migrantisch oder postmigrantisch definiert. Es bleibt aber halt immer auf so einer sehr vagen Ebene und vor allen Dingen aber ignoriert ist, dass Heimat ja doch eine ganz spezifische Bedeutung hat und vor allen Dingen ignoriert es eben auch immer, dass Heimat eben ein sehr deutscher Begriff ist und dass es diesen Begriff in vielen anderen Sprachen gar nicht gibt und eben das auch meist aus dem Grund, dass es ihn einfach nicht braucht. Und wenn man sich dann genauer anguckt, wie wird denn Heimat definiert, jetzt auf der linken Seite, da kann man jetzt eigentlich auch wenig sagen, was dann ganz konkret am Schluss rauskommt, sondern man landet dann ebenso schnell dabei, dass einen doch die Geschmäcker der Kindheit und die Gerüche, die man mit seinem Heimatdorf verbindet, dass die einen ja bis zum heutigen Tag prägen und ähnliches. Und natürlich wird von der linken Seite schon versucht, Heimat dann, wie gesagt, so weltoffen zum Beispiel zu definieren und das dazu ja auch zum Beispiel queere Lebensentwürfe gehören oder eben Menschen mit Migrationserfahrungen oder ähnliches. Aber wenn es wirklich darum gehen sollte, sich zu überlegen, wie kann eine postmigrantische Gesellschaft, in der wir ja faktisch leben, wie kann die organisiert sein, so dass tatsächlich alle Menschen Platz darin haben, dann müsste es ja gerade darum gehen, zum Beispiel die Differenz stark zu machen und die zu betonen, das etwas Positives zu sehen. Und genau das passiert aber bei Heimat ja nicht, sondern Heimat, damit geht ja einher, dass sozusagen es eine gewisse Homogenität gibt und dass es eine gewisse Art des Zusammenlebens gibt, die unhinterfragt ist, einfach weil sie sozusagen schon immer da war und verbunden wird, dann eben doch, das ist dann zwar nicht Blut und Boden, aber eben doch mit dem Ort, wo man herkommt und wo man angeblich verwurzelt ist. Also Heimat ist was sehr Gefährliches, gerade eben, das hast du eben auch schon gemeint, weil es so harmlos daherkommt. Heimat ist, hast du gesagt, nicht nur eine gefährliche Sache, die ist vor allem gefährlich, weil sie eine deutsche Sache sei. Kannst du uns ein, zwei konkrete Beispiele dafür geben, wie in deinen Recherchen die Brutalität und die Gefahr, die mit dem Heimatbegriff verbunden ist, wie sie dir dann entgegenschlug? Naja, vielleicht zu dem spezifischen Deutschen. Also es ist tatsächlich auch ein bisschen erstaunlich, dass es relativ wenig wirklich kritische Literatur gibt, die diesen Begriff aufarbeitet. Das unterscheidet ihn zum Beispiel sehr, zum Beispiel vom Begriff der Nation oder ähnliches, wo es ja eine unüberschaubare Anzahl an Büchern gibt, die auch diesen Begriff dekonstruieren und historisch nachzeichnen, wie das entstanden ist und ähnliches. Das gibt es tatsächlich in Bezug auf Heimat wenig. Da muss man dann schon eher in auch englischsprachige Literatur gehen. Und genau, kurz zu diesem spezifischen Deutschen, da wird eben deutlich, dass der Begriff der Heimat, der hat bis Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich keine große Rolle gespielt. Vorher war es ein bloßer Rechtsbegriff, der Eigentum an Grund und Boden in der Dorfgemeinschaft irgendwie festgestellt hat. Und erst dann wurde er sozusagen ideologisch aufgeladen. Und das war eben in der Zeit des deutschen Nation Building, das heißt, es ging einher mit der Herausbildung einer deutschen nationalen Identität und hat da eben ganz bestimmte Funktionen auch erfüllt und gerade auch die Funktion erfüllt, sozusagen das Konzept der Nation, was damals aufkam und ja in Deutschland auch große Schwierigkeiten hatte, sich durchzusetzen, zu verbinden mit solchen lokalen Dorfstrukturen und solchen lokalen Identitäten, die zu dieser Zeit eben noch viel wichtiger waren als jetzt die deutsche Nation. Die Gefährlichkeit des Begriffs, ja, man kann es ja ganz einfach sehen. Also Heimat ist der Schlachtruf, mit dem die Menschen irgendwie in Chemnitz durch die Straßen gejagt wurden. Und Heimat ist ebenso der Begriff, mit dem gerechtfertigt wird, Geflüchtete im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Und man kann da ganz viele Beispiele für finden. Und natürlich wird dann
wiederum von linker, linksliberaler oder auch vielleicht der Mitte dann gesagt, ja, das ist aber ja nicht unser Heimatbegriff oder ähnliches. Aber da ist halt das alte Problem, wenn man nicht den Begriff an sich kritisiert, sondern nur eine bestimmte Auslegung von ihm, dann wird man auch nicht in der Lage sein, die Gewalt, die meiner Meinung nach noch zu erwarten ist, die von diesem Begriff ausgehen wird, der etwas entgegenzusetzen, weil man eben nicht die spezifische Bedeutung dieses Begriffs in die Kritik oder in den Fokus der Kritik nimmt, sondern nur versucht, ihm irgendein, ja, ein anderes, progressiveres oder einen progressiven Inhalt zu geben. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Publikumsfrage, die im Anschluss an deinen Vortrag gestellt wurde. Da wurde nämlich gefragt, ja, kann ich ein Trachtenverein, der sich in einer Demo gegen rechts beteiligt beispielsweise, ist es nicht eine positive Form von Heimatverbundenheit? Ich würde einfach, weil das so ein ganz offensichtlicher Einschub war, den an dich nochmal weitergeben. Also kann es unter Rückbezug auf Tradition und auf genau das, was eben so gemeinhin mit Heimat verbunden wird hierzulande, kann es da überhaupt eine in irgendeiner Form geartete emanzipatorische Inbeschlagnahme geben? Ja, ich denke, Emanzipation bedeutet ja auch immer Veränderung. Das bedeutet, man möchte das, was ist, möchte man zum Positiven hin verändern. Und das ist eben genau das Gegenteil davon, sich auf alte kulturelle Werte, auf Bräuche, auf Traditionen zu berufen. Und das ist ja das, was in Heimat immer drinsteckt. Also in Heimat steckt eben gerade drin, es ist gut, so wie es ist, oder eben ganz oft auch noch, es ist gut, so wie es war und so soll es wieder werden. Und ich würde jetzt nicht per se jeden Menschen, der Trachten tragen möchte, als einen potenziellen Faschisten ansehen oder ähnliches. Aber zugleich sind mir diese Leute auf jeden Fall schon mal suspekt, allein aufgrund der Tatsache, dass sie eben ihren Kleidungsstil nicht danach aussuchen, was ihnen gefällt, sondern danach aussuchen, was angeblich ihr Opa oder Uropa schon getragen hat und was zu der Region passt, in der sie aufgewachsen sind. Und das ist eben genau das Gegenteil von Emanzipation und von einem eigenständigen Denken und eigenständiger Reflexion, sich zu überlegen, was möchte man, wo will man hin? Und wenn man das dann sozusagen auf die Gesellschaft überträgt, steht dann eben Heimat auf jeden Fall Emanzipation entgegen, weil alles, was für die Emanzipation sorgt oder möglicherweise auch für Brüche sorgt in der Gesellschaft, und hier wieder der Begriff der Differenz, also sei es Störenfriede, sei es Menschen, die sich anders orientieren, sei es politisch, sei es sexuell, als es die Mehrheitsgesellschaft tut, die stören ja alle diese Idylle der Heimat und die stehen für Veränderung und Heimat steht eben gerade dafür, dass sich die Dinge nicht verändern sollen. Und das ist eben so das grundsätzliche Problem, dass auch eben Tradition oder Brauchtum oder ähnliches ja dann per se als etwas Positives aufgefasst wird und gleichzeitig muss dabei verdrängt werden und vergessen werden, aus was für einer Gesellschaft und aus was für einer Struktur diese kulturellen Dinge entstanden sind. Und wenn man sich das anguckt, dann lässt sich meist nur noch wenig Positives finden. Und das wird eben alles verdrängt. Ich kann gut nachvollziehen, was du gerade ausgeführt hast und musste dann an Freundinnen, Freunde, Genossen, Genossinnen denken, die vor allem sich so in der antirassistischen Szene bewegen und wo der Begriff Heimat gerade von Menschen, die eben hier in den letzten Jahren angekommen sind, ganz große Bedeutung hat. Nicht nur, dass man immer wieder hört, wir wollen hier eine neue Heimat haben und suchen, sondern man hat auch einen Heimatverlust hinter sich und es gibt ganz viele positive Bezüge zu Traditionen und so weiter und so fort. Heimatverlust hatten wir auch mal kurz am Wickel. Da hattest du nämlich gesagt, naja, ganz oft wird vergessen, dass Menschen, die im Exil sind, nicht nur aus ihrer Heimat vertrieben wurden, sondern von ihrer Heimat vertrieben. Also der Satz spiegelt eigentlich ganz gut genau diesen Gedanken wider, dass eben Heimat nur existieren kann unter der Bedingung, dass es eben Menschen gibt, die davon ausgeschlossen werden können. Was meinst du, was gibt es noch für Möglichkeiten an ja, Formen der Auseinandersetzung mit Heimat? Wo, denkst du, könnte man ansetzen, um eben ein kritisches Bewusstsein bezogen auf diesen Begriff auch zu befördern oder zumindest das auf den Weg zu bringen, dass da sich nochmal eben anders mit auseinandergesetzt wird? Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall halt sehr wichtig und das wird eben gerade deutlich bei den Beispielen, die du gebracht hast mit Menschen, die geflohen sind oder die fliehen mussten. Dieses sozusagen das Bedürfnis auf
offen zu legen, was hinter diesem Heimweh oder der Sehnsucht nach Heimat liegt. Und ich denke, da muss man auch so ein bisschen trennen zwischen politischer Analyse, Gesellschaftskritik und einem auf der menschlichen Ebene natürlich total nachvollziehbaren Bedürfnis nach Geborgenheit und das Gefühl des Verlustes, vor allen Dingen eben, wenn er erzwungen ist. Und der Großteil der Migration ist eben erzwungene Migration, sei es jetzt, weil die Lebensverhältnisse so beschissen sind, dass man es da nicht mehr aushält, wo man ist, oder eben, weil man von den Leuten vertrieben wird, die eine andere Vorstellung von Heimat haben, in die man nicht reinpasst, oder Krieg, Gewalt, eben die ganzen Gründe, die es gibt dafür, dass Leute den Ort verlassen, an dem sie sich bisher befunden haben. Und es geht ja auch gar nicht darum, den Menschen dieses Bedürfnis wegzunehmen. Wenn man aber zum Beispiel jetzt über Geflüchtete oder auch Migranten redet, dann muss man gucken, warum gibt es denn dieses Gefühl nach Sehnsucht, nach dem Ort, wo sie herkommen. Und das wiederum hat natürlich sehr viel damit zu tun, mit der Diskriminierung, mit der Ungleichheit, mit der Armut möglicherweise auch, die sie bisher nicht kannten, der sie eben ausgesetzt sind in dem Ort, wo sie jetzt sind. Also ich möchte sozusagen in keinster Weise irgendwelche migrantischen Communities, die sich einmal die Woche treffen und ihr traditionelles Landesgericht gemeinsam kochen, das irgendwie wegnehmen. Aber Aufgabe der Gesellschaftskritik oder einer kritischen Herangehensweise ist es ja zu gucken, gut, wo kommt das her? Warum gibt es dieses Bedürfnis? Und das Gleiche gilt wiederum, finde ich, auch weitergefasst für dieses ja, Bedürfnis nach Heimat, was man in diesem Heimatboom irgendwie findet. Das hat ja viel damit zu tun, dass die Menschen das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren, dass alles so unsicher geworden ist, dass sie so eine Haltlosigkeit spüren, dass sie so eine Unsicherheit spüren oder eben, man kann den Begriff der Entfremdung nehmen, also der Entfremdung für ihren eigenen Lebensverhältnissen. Und das sind ja alles sehr reale Probleme. Also es ist ja wirklich so, dass die Menschen immer weniger Einfluss auf ihr direktes Lebensumfeld haben, weil sie so vielen Zwängen ausgesetzt sind, weil die Sozialsysteme weiter abgebaut werden, weil diese Unsicherheit zunimmt, weil man nicht weiß, wann man selber seinen Job verliert und vielleicht in der Sozialhilfe landet, die gleichzeitig dann immer weiter zusammengekürzt wird. Also das sind ja reale Probleme. Und eine Aufgabe einer Linken wäre es dann auch, diese realen Probleme und diese reale Entfremdung und Ohnmächtigkeit ernst zu nehmen, und zu gucken, was kann man dagegen tun. Und dann ist man natürlich gleich wieder sozusagen bei der Frage, wie ist unsere Gesellschaft organisiert. Und Heimat überdeckt eben gerade all das. Also Heimat soll quasi diese Entfremdung rückgängig machen und die Menschen mit ihrem Umfeld und den Verhältnissen versöhnen, ohne aber, dass die Verhältnisse angetastet werden, obwohl es gerade die Verhältnisse sind, die eben für diese Entfremdung verantwortlich sind. Und das gleichzeitig, da kommen wir wieder zum Punkt der Gefährlichkeit der Heimat, das Gefühl, was die Menschen sozusagen mit Heimat verbinden und wo sie wieder hinkommen möchten, nämlich das Gefühl von Geborgenheit und dass man sich ja zu Hause fühlt und sein eigenes Leben irgendwie im Griff hat, das kann ja in den Verhältnissen, in denen wir leben, nie befriedigt werden. Und das wiederum wird automatisch dazu führen, dass man sich Schuldige sucht, die dafür verantwortlich sind, dass einem eben dieser Eintritt ins Glück oder in die Heimat verwehrt wird. Und wer diese Schuldigen sind, das weiß man aus Erfahrung, das sind dann eben wieder die Migranten und die Migrantinnen oder eben jetzt ja in dem Heimatdiskurs auch ganz oft zu sehen, diese globalistische Klasse, die sich nicht mehr um das Dorf schert, sondern irgendwo in den Cafés der Großstädten umherirrt, wo dann auch schon wieder das antisemitische Ressentiment ganz deutlich wird.